Ich begrüße Dr. Wolfgang Funk, Chefarzt der Klinik Dr. Funk in München. Herr Dr. Funk, Sie haben einen Facelift entwickelt. Das ist Ihr ureigenstes Patent. Das nennt sich Presto Facelift. Habe ich noch nie gehört, kann ich mir nichts darunter vorstellen. Was ist das? Die Presto Facelift Technik ist eine Technik, die sich über die Jahre so entwickelt hat. Ich mache die seit 1999, also schon relativ lang. Damals noch nicht so in der Endform, wie ich sie heute mache. Aber was ist es? Es ist eine Technik, die die Identität des Patienten behält. Ich mache ihn jünger, ich mache ihn frischer, aber ich verändere ihn nicht. Also dieser Punkt, dass man früher gesagt hat, sogenannte die No-Name-Beauties. Schön sahen sie aus, aber keiner hat sie mehr erkannt. Ja, das will ja keiner. Ja, das will keiner mehr. Und das ist diese amerikanische Art. Und das war mir immer zuwider, in dieser Art zu operieren, weil ich habe gedacht, ich will doch den Patienten einfach nur frischer machen. Ich will ihm doch helfen, ich will ihn doch nicht entstellen. Und somit habe ich über die Jahre diese Technik entwickelt und auch in unterschiedlichen Formen entwickelt. Es gibt ja Presto 1, 2, 3, 4 und 5. Immer nach anderen Indikationsstellungen, die halt da entstehen können, zum Beispiel bei einem starken Gewichtsverlust zum Beispiel muss man eine ganz andere Operationstechnik machen von der Basis her, wie bei einem normalen Patienten oder bei einem jüngeren Patienten, nur ein kurzer Schnitt. Aber die Basis dieser Technik, die bleibt immer genau dasselbe. Presto heißt eigentlich schnell, was aber nicht das Wichtige ist, sondern das Wichtige ist, dass ich Halteelemente des Gesichts behalte, die mir die Identität garantieren. Das sind einmal diese Preserving of Retaining Ligaments and Smooth Tethering, so heißt das. Preserving of Retaining Ligaments and Smooth Tethering. Das ist Presto. Diese Retaining Ligaments, das sind Haltebänder, die man in der amerikanischen Art zu operieren aufmacht und somit alle Manipulationsmöglichkeiten hat innerhalb eines Gesichtes, die ich durchführen kann. Und meistens entsteht dann doch ein anderes Gesicht, was ich nicht will. Der Körper und Sie sehen so aus, wie Sie aussehen, ich sehe so aus, wie ich aussehe und jeder andere hat auch seine eigene Identität und das wird durch solche Bänder, wird das fixiert. Und diese Technik macht mir eine maximale Mobilisation auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine maximale, ich nenne das Retaining Elements, also Haltebänder, die bleiben und somit kann ich das Gesicht maximal frischer machen, maximal den jugendlichen Aspekt ausformen, das, was das Gesicht hergibt, und trotzdem das Gesicht genau so bleibt, wie es früher war. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Nehmen Sie diese Haltebänder in Anführungsstrichen, die wir sowieso haben, oder setzen Sie neue punktuell? Das ist eben genau der Punkt. Diese Bänder hat jeder. Mhm. Und die hat jeder in seiner eigenen Dicke, in seiner eigenen Form, in seiner eigenen Platzierung. Das justiert sich halt jetzt nicht von 5 cm rechts, 5 cm links, das sind ungefähr so einen halben Zentimeter hier, einen halben Zentimeter da, aber diese kleine Unterscheidung macht uns eigen und uns selber aus. Versetze ich jetzt nur das Kinn zum Beispiel nur um einen halben Zentimeter nach vorne, ist zum Beispiel schon wieder ein anderer Aspekt oder im Jochbein. Im Gesicht macht ein Millimeter sehr viel aus. Ja? Und diese Haltebänder sind extrem individuell und drum belasse ich sie. Die Amerikaner haben sie geöffnet, um eine maximale Manipulation zu machen. Nur das ist eine andere Philosophie. Meine Philosophie ist, die maximale Frische in das Gesicht hineinzubringen, auch den jugendlichen Aspekt für das Gesicht, aber mit keiner Veränderung. Verstehe. Wem empfehlen Sie das Presto Facelift? Das ist je nach Art, je nach Frische, je nach Alter, je nach Form, je nach Hautqualität. Im Prinzip kann das Presto in den verschiedenen Formen bei allen Patienten angewendet werden, die überhaupt ein Facelift wollen. Weil ich habe, wie gesagt, 5 Techniken da entwickelt, die eben bei unterschiedlichen Maßnahmen dann greifen würden. Also das Presto-Technik, die Presto-Technik ist in ihrem Grundsatz für alle Facelift-Typen anwendbar.
Sieht man das noch lange nach dem Eingriff oder wie lange dauert da die Wiedergesundung? Selbst der Abheilungsprozess ist in der Menge, die da präpariert wird, relativ kurz. Also es ist nicht länger als ein ganz normales Facelift, 14 Tage, 3 Wochen, wo man dann wieder unter die Leute gehen kann oder bei der kurzen Technik sogar nur 1 Woche. Im Prinzip kann man schon wieder unter die Leute gehen. Bis es aber ganz fertig ist, das braucht eben seine Zeit. Das sind dann 5, 6, 7 Monate, je nachdem. Aber bis man wieder um die Leute gehen kann, ohne dass man groß was merkt. Viele meiner Patienten sind ja Geschäftsfrauen, die kommen und sagen, ich gebe ihnen 14 Tage. Es hat noch keinen einen Tag Arbeit überzogen. Also die waren alle nach 14 Tagen, waren die wieder am Platz. Natürlich ein bisschen geschminkt, falls da irgendwo ein blauer Fleck war. Aber dadurch, durch diese Presto-Facelift-Technik, zerstöre ich nicht das Gefäßsystem, oder weniger das Gefäßsystem, zerstöre weniger den Lymphabbau, den ich bei den anderen Techniken komplett zerstöre. Und ich habe noch dazu die Elemente, die entscheidend sind. Dazu brauche ich natürlich ein spezielles Instrument oder Instrumentarium, was ich dazu entwickelt habe. Aber das ganze Konzept ist die Erhaltung der Identität. Das war mein Angriff, das war mein Wunsch, das dem Patienten zu geben. Also der Funke, der springt wirklich rüber. Man merkt, dass Sie sich damit eingehend beschäftigt haben und dass Sie da auch eine ganz besondere Leidenschaft teilen. Und das Schöne daran ist, Sie bleiben beim Original und das ist immer das Schönste. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.